Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und wie ihr seht, ich bin wieder an unserem Hauptcamp. Und ja, den Weg habe ich euch gespart. Es war einfach ziemlich langweilig, einfach nur zurückzurennen und hektoliterweise Yucca-Saft zu trinken. In der Nacht habe ich jetzt ein bisschen gewartet und überlegt, wie ich eine Falle baue. Das ist ja das Ziel dieser Folge und da habe ich schon eine super Idee. Und vor Langeweile habe ich ein Mais angepflanzt. Sieht irgendwie schön aus, weiß auch nicht, wenn das fertig gewachsen ist. Gut, mein Plan ist halt gleich ein Loch zu buddeln da hinten. Da fallen die rein, aber ihr müsst selber sehen. Ihr müsst selber sehen. Das wird. Ich habe eine gute Idee. Ich habe auch schon spitze Stöcker gemacht. Einen riesen Batzen. Und ne, das brauchen wir nicht. Das hier. Und dann mache ich jetzt erstmal Fallen. Das Problem bei den Fallen ist, die nutzen ab. Also wenn jetzt Zombies reinlaufen, einer oder zwei, drei, ich weiß nicht wie viele, noch weiß ich es nicht. Ja, dann gehen die irgendwann einfach weg und sind futsch. Aber da hat sich ja irgendwas, da wurde ja irgendwas gefixt mit, aber ich habe nicht verstanden was. So, ich weiß nicht, ob die Zombies noch rennen können. Jetzt letztens sind sie auch gerannt um 6 Uhr. Aber wir sind ja auch keine, ne? Probieren wir einfach mal unser Glück. Haben wir eine Knarre zur Not. Ja, hier sind noch Minen. Ein bisschen weiter weg machen. Muss es noch beobachten können. Jetzt habe ich mir extra eine Schuppe gebaut. Die brauche ich nicht mehr. Und jetzt wird ein Loch gemacht. Aber nicht so groß. Also ist ja erst ein Test. Ne? Also bringt das nichts, wenn ich jetzt hier 2 Stunden lang baue. Zack, 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 zack. Bisschen Platz brauche ich schon. Zack, Sonne. So. Die Reihe mache ich noch, weil ein bisschen Platz wir schon haben. Das habe ich ja gar keinen Überblick gleich. Ist ja ein bisschen doof. Geht da schön schnell. Leiser kann man die Zombies immer noch nicht leiser machen, was mich ein bisschen ärgert. Ne? Also das hätte er schon merken können. Aber ist ja noch kein, ist ja kein Beinbruch. Dann hat man im Hintergrund halt immer diesen wunderschönen Sound. Jetzt mal die Erde weg. Dirt. Drücken, drücken, drücken. So. Dann mache ich jetzt hier einen Graben. Der muss halt so tief sein, dass die Zombies auch nicht selber rauslaufen können. Das ist nämlich doof. Dann bringt mir die ganze Falle nichts. Und die können sie halt zerstören. Deswegen will ich die mit dem Beton auswerten. Von innen, dass sie die auch nicht zerstören können. Das ist ein ganz, ganz schmaler Graben. Die können dann nicht, die laufen dann darüber und fallen hoffentlich rein. Und sind tot. Da muss man halt sehr, sehr viele davon basteln. Damit das einen Sinn ergibt. Eine Falle fängt dann 5 Zombies in der Nacht und da bringt mir gar nichts. Zack, zack. Geht mal so 3 Stein tief oder 3 Blocks tief. Das 2 können sie mit ein bisschen, also ich schaff's nicht, aber manchmal schaffen es sie da darüber zu hüpfen, noch über den Arm. Wie auch immer die das machen, aber die können es. Clay. Ist gekauft. Noch haben wir es geschafft. Oh, hier ist schon Stein. Beeil mich, damit es nicht allzu langweilig für euch wird. Habt ihr eine Idee für eine Falle? Dann postet das einfach mal. Schreibt mir in die Kommentare, was für Ideen ihr habt. Ich bin bereit, alles auszuführen. Vielleicht habt ihr ja schon selber eine gebaut, die richtig gut funktioniert. Gerne wissen. Es ist gut, dass hier Stein ist, weil das kriegen wir auch nicht so schnell kaputt. Dann spare ich etwas im Beton. Okay. Trinken wir einen Schluck. Oh, scheiße. Ich wollte einen Schluck trinken.
bestimmt noch einen Eisenfund. Was für ein Glück. Wird mal wieder Mangelware, Eisen. Blei, aber das brauche ich jetzt nicht. Das ist auch zu schade, oder? Blei nicht mitnehmen. Ich glaube, durch den Alpha 1.1 Patch jetzt kann ich gar keinen Blei mehr herstellen. Ich weiß nicht, ob ich die Rezeptliste einfach rüberziehen kann. Na, jetzt wieder. Warte, wieder. Ja, wie kann man das denn nicht fixen, wenn man das schon macht? Ja, bestimmt viel um Ohren. Vielleicht versteht er, wie ich das meine? Selber hoch. Hier kommt jetzt die, hier kommen jetzt die Stacheln rein. Und bestimmt sehr ungesund sind. Fliegen jeden Zombie. Und ich selber darf da natürlich auch nicht reinfallen. Das ist natürlich auch blöd, ne? So, dann kommt gleich der Clou. So, und hier habe ich jetzt halt eine primitive Falle gebaut, sage ich mal. Ist so meine Anfängerfalle, meine allererste sozusagen. Jetzt hier rüber hüpfen, mache ich das mal weg, nicht dass sie hier rüber hüpfen können. Das ist ja die beeilen sich ja, wenn mir mal einen Zahn drauf, wenn die da angewetzt kommen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, damit die mir nicht wegrennen. Habe ich nämlich Spinnennetz, glaube ich, ist das. Das tue ich einfach in der Mitte. Ne, nicht ganz unten, geht ja gar nicht. Da ist ja schon was. Dann können die da drinnen nicht so rumkarzen. Und sterben langsam. Doppelt. Also sie sterben ja zum zweiten Mal. Zack. Das funktioniert ganz gut, das habe ich schon mal ausprobiert. Kann man sich halt langsamer, ich führe es mal vor, ziemlich, wenn man hier durchgeht, sieht man, wie langsam ich mich bewege. Ich muss mich da so durchbeißen. Das müssen auch die Zombies, die bewegen sich dann tatsächlich auch langsamer und das ist ganz praktisch. Das haben wir erst 10 Uhr morgens, jetzt hole ich mir noch ein bisschen Holz, damit ich das Haus noch höher bauen kann. Wir müssen nur auf Nacht warten. Und schauen, wie die Falle funktioniert. Das kann man ja dann anhand von F2 kann man gucken, wie viele Zombies dann sterben. Müssen die irgendwie da rein lenken können, das wäre auch nicht schlecht. Aber die hauen ja auf alles ein, was denen in die Quere kommt. Hier keinen Baum mehr. Die wachsen scheinbar auch nicht nach, auch wenn ich nur beim kleinen Stamm, wenn ich einen Stamm stehen lasse. Zack. Nicht im Turm. Der ist schon über die Wolken. Und es geht immer noch höher. Es gibt da einfach kein Limit zum Bauen. Ich habe bis jetzt noch keins gefunden. Eine Falle nochmal bewundern. Aber reinfallen möchte ich nicht. Eine Mine. Gut, dass die blau sind, dann erkenne ich die wenigstens. Aber jede Nacht explodieren noch welche. Aber Problem ist auch an den Minen, die machen die Umgebung kaputt. Ne? Das sieht ja nicht so schick aus. Dann muss ich ja auch noch die Umgebung reparieren. Das ist ja mega langweilig, ne? Genauso wie Holzhacken. 44 Tage leben wir hier schon. Ja. Steht da. Aber interessiert sich nicht für mich.
mal nice. Oh, schön. Habt ihr eine Idee, was ich in der nächsten Folge basteln soll? Also vielleicht eine neue Falle? Oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag? Ich freue mich über jeden Vorschlag. Und über jeden Abonnenten. Das will bei mir irgendwie nicht funktionieren mit den Abos. Ich mache da irgendwas falsch, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was... Videos werden zwar geschaut, aber keine Abonnenten. Vielleicht bin ich auch zu doof. Oder man mag mich gar nicht. Aber ich mache es nicht wegen Abonnenten oder wegen irgendwas. Ich mache es einfach aus Spaß. Und das macht mir auch richtig Spaß. Merkt man bestimmt. Und es wird noch lange anhalten. Problem ist halt nur, dass irgendwann die Alpha 2 rauskommt. Und da soll angeblich diese Welt hier nicht mehr funktionieren. Also die soll noch funktionieren, aber die soll halt nicht auf dem neuesten Stand dann sein. Dann müssen wir uns irgendwann überlegen, wie zieht denn mein Charakter hier um? Wie soll er die neue Welt betreten? Es wird nicht mehr Tag... Weiß ich dann was sein, das wird dann wieder Tag 1 werden. Na, Chica? Warte im Leben. Bleh. Wenn das Gras stört, dann können sie nicht plündern. Man kommt hier jetzt gerade, aber das ist mir zu offen. Hat eh nur Müll dabei. Ich sammle jetzt noch ein bisschen weiter Holz für den Weiterbau des Turms. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und mich weiterhin besucht. Guckt mal in meinen Kanal, da sind auch noch andere Videos. Bis dann.